Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt's den Unhaul Oktober für euch. Ihr wisst ja, dass ich jeden Monat einmal hingehe und gucke, welche Bücher dürfen hier ausziehen. Ich meine, ihr seht es in den Neuzugängen-Videos, wie viele Bücher hier jeden Monat einziehen. Und dementsprechend, da mein Bücherregal ja nicht unendlich ist, müssen halt auch immer mal wieder Bücher ausziehen. Das lässt sich halt nicht vermeiden. Ganz oft sind es aber auch Rezensionsexemplare, die ich zum Bücherbaum bringe oder eben Bücher, die ich schon einmal gelesen habe, aber ja, von denen ich weiß, dass ich sie einfach nicht mehr lesen werde. Und ab und an kommt es auch vor, dass ich ein Buch ungelesen abgebe. Dass ich gekauft habe, es nicht gelesen habe, es immer noch auf meinem Sub schlummert und ich es trotzdem jetzt weggebe. Normalerweise halte ich euch ja immer die Bücher in die Kamera, aber durch eine kleine Flutkatastrophe hier bei uns im Haus, also wir hatten einen Rohrbruch, musste ich meinen Tagesplan oder meinen Wochenplan ein bisschen umwerfen und deshalb habe ich schon, weil ich eh zum Container musste, am Bücherbaum halt gemacht und die meisten der Bücher dort abgegeben und ich habe auch schon ein Paket für Rebuy weggeschickt. Das heißt, von den ganzen Büchern, die ich euch zeigen möchte, die ich aussortiert habe, habe ich nur noch 2 Stück hier und das auch nur, weil ich die beiden ja privat weitergeben werde. Beziehungsweise das eine verkaufe ich und das andere gebe ich privat weiter, aber da habe ich es einfach noch nicht geschafft. Das erste, das ich euch, sag ich mal, live in die Kamera halten kann, ist Fluch der Aphrodite. Das hatte ich bei Bookstagram gebraucht gekauft. Ich glaube auch gebraucht ungelesen, weil, schau mal, es ist einfach nichts dran. Und da habe ich auch jemanden bei eBay Kleinanzeigen gefunden, der es haben möchte oder die es haben möchte. Ich weiß gar nicht, ob es ein Er oder eine Sie ist. Und ja, das wird jetzt, sobald es halt bezahlt ist, auch ausziehen. Das nächste Buch geht, wie gesagt, zu einer Freundin von mir, Palace of Glass, die Wächterin. Auch ein Buch, das schon seit gefühlt Jahren auf meinem Sub schlummert, aber ich es nie zur Hand genommen habe und jetzt habe ich einfach gesagt, du wirst es auch in nächster Zeit nicht in die Hand nehmen. Es kann jetzt einfach ausziehen. Falls ich irgendwann die Gelüste kriege, diese Reihe zu lesen, kann ich mir sie auch immer noch als E-Book kaufen oder eben bei Rebuy nochmal gebraucht. Rhea Amriss sündigt, wenn sie denkt, wenn sie fühlt, wenn sie jemanden berührt. Das hat man versucht, ihr weiszumachen, denn Rhea wuchs in einer Gesellschaft auf, in der Berührung illegal ist. Nur nachts streift Rhea ihre Handschuhe ab, um in den Ring zu steigen. Dort besiegt die zierliche Frau im Faustkampf einen übermächtigen Gegner nach dem anderen. Ihr Talent bleibt allerdings nicht unentdeckt. Als der britische Geheimdienst Rhea aufspürt, wird sie an einen Ort entführt, von dem sie um jeden Preis flüchten will. Aber nicht kann, an den Hof des Königs, in den gläsernen Buckingham Palace. Dort erhält die unauffällige Kämpferin einen gefährlichen Auftrag. Als Leibwächterin muss sie das Leben des Thronfolgers beschützen. Prinz Robin ist allerdings unnahbar, arrogant und hütet sein eigenes Geheimnis. Doch was er am wenigsten ahnt, Rhea selbst ist Robins größter Feind. Dann geht es weiter mit einem Titel, den ich damals irgendwann auch gebraucht gekauft habe. Er war auch voller Leserinnen, deshalb habe ich ihn auch jetzt einfach in den Bücherbaum gestellt und gedacht, vielleicht möchte das jemand ja noch lesen, obwohl es halt einfach ein Lux-Roman ist. Also ich bin auch bei Facebook in einer Lux-Gruppe für Verkauf und also Kauf- und Verkaufgruppe. Aber sobald du da das Wort Leserin erwähnst, ja, nehmen die Leute die Beine in die Hand. Und mich hat es damals bei dem Buch nicht gestört. Es ist ein Einzelband und ich wollte es einfach nur lesen, weil ich damals total Lust auf Bürogeschichten hatte ich dann ganz lange nicht mehr und deshalb stand es auch die ganze Zeit ungelesen in meinem Regal und durfte jetzt ausziehen. Ich spreche nämlich von Afterwork und ja, es ist einfach ein gefühlt 550 Seitenklopper und ich werde es einfach nicht mehr lesen. Ist so. Als Lexia Vikander erfährt, dass ihre Stockholmer Marketingagentur von einem großen Konzern aufgekauft wurde, gibt es für sie nur eine Lösung: Alkohol. Und zwar viel davon. In einer Bar lernt sie den aufregenden Adam Nylund kennen, oder Nylund, wenn es Stockholm ist, der ihr nicht nur einen Drink nach dem nächsten spendiert, sondern ihr am Ende des Abends auch noch den heißesten Kuss gibt, den sie je zuvor bekommen hat. Lexia schwebt auf Wolke 7, bis sie am nächsten Morgen zur Arbeit kommt und herausfindet, wer ihr neuer Chef ist.
Ich habe gerade letztens erst so ein Buch gelesen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. War das von L.J. Sheen? Dirty Headlines, kann das sein? Wo es auch um Chef oder plötzlich neuen Chef und Angestellte ging. Ja, kann man mal lesen, aber ich hatte es gerade letztens erst und brauchte es dann halt dementsprechend nicht noch einmal. Dann durften zwei Bücher ausziehen, wo jetzt wahrscheinlich jeder sagen würde, was, warum? Du liebst doch die Reihe. Ich spreche nämlich von Berühre mich nicht und Verliere mich nicht von Laura Kneidel. Ja, ich liebe die Reihe, gerade weil Sage halt einfach einen Etsy-Shop hat und ich das total faszinierend fand zu lesen. Aber ich glaube am 26. Oktober gibt es eine Neuauflage der Bücher und da meine komplett voll mit Leserillen waren, beide, das zweite hatte ich ja von Evie bekommen, habe ich mir gedacht, ach komm, gibst du die jetzt mal weiter und kaufst dir die schönen Limited Edition Sonderauflagen. Ihr kennt mich ja, wenn es irgendwo eine Limited Edition gibt oder einen limitierten Farbschnitt oder sonstiges. Da richten sich alle meine Antennen drauf aus und dann ja, muss ich das leider kaufen, weil leider toll. Ich erzähle euch aber natürlich sehr, sehr gerne, um was es in der Reihe geht. Ich lese euch einfach den Klappentext von Band 1 vor. Das ist nämlich eine Reihe, die quasi weitergeführt wird. Und wenn ich euch den zweiten vorlesen würde, dann wüsstet ihr schon ungefähr, was im ersten passiert. Als Sage in Nevada ankommt, besitzt sie nichts. Kein Geld, keine Wohnung, keine Freunde. Nichts außer dem eisernen Willen, neu zu beginnen und das, was zu Hause geschehen ist, zu vergessen. Das ist allerdings schwer, wenn einen die Erinnerungen auf jedem Schritt begleiten und die Angst immer wieder über einen hereinbricht. So auch, als Sage ihren Job in einer Bibliothek antritt und dort auf Luca trifft. Mit seinen stechend grauen Augen und seinen Tätowierungen steht er für alles, wovor Sage sich fürchtet. Doch Luca ist nicht der, der er auf den ersten Blick zu sein scheint. Und als es Sage gelingt, hinter seine Fassade zu blicken, lässt das ihr Herz gefährlich schneller schlagen. Ich liebe diese Reihe. Ich kann sie wirklich nur jedem ans Herz legen. Dann durfte eine weitere Reihe hier ausziehen. Den ersten Band hatte ich mir irgendwann mal gekauft und den zweiten habe ich als Rezensionsexemplar bekommen. Aber ich dachte, ich werde die jetzt einfach zusammen abgeben. Da habe ich auch eine Bekannte gefunden, die die Bücher unbedingt lesen wollte. Und da habe ich gesagt, komm, da, nimm sie beide und dann bin ich sie los. Und du hast zwei neue Bücher zum Lesen, beziehungsweise eine komplette Reihe, um sie zu lesen. So. Ich spreche nämlich von Soulbird, das Geheimnis der Nacht und die Magie der Seele. Es ist also eine Dilogie und soweit ich weiß, wird es da auch keinen Spin-off oder keine Fortsetzung dazu geben. Das ist einfach fertig abgeschlossen und jetzt erzähle ich euch auch noch, um was es geht. Nach einem tragischen Verlust kehrt die junge Alice Windham in die verborgene Parallelwelt Londons zurück. Dort will sie alles über ihre Herkunft und ihre erwachende Magie herausfinden. Denn Alice hat eine Verbindung zu Nachtschwalben, wundersamen Vögeln, die die Seele eines Menschen hüten. Doch ihre Gabe ist auch mit einem gefährlichen Vermächtnis verbunden. Der dunkle Fluch stellt ihre Liebe zu dem geheimnisvollen Verbrecherjäger Crowley auf eine harte Probe und droht, ihre ganze Welt ins Verderben zu stürzen. Um sie zu retten, muss Alice nicht weniger besiegen als den Tod selbst. Das nächste Buch, das ausziehen durfte, ist für euch, glaube ich, eher keine Überraschung, wenn ihr meine Lesemonate regelmäßig verfolgt. Ich habe nämlich zusammen mit der Nele ein Buch gelesen, das uns beide tatsächlich nicht abholen konnte. Das war so eine Art, ich will es unbedingt mögen, weil ich die Autorin sympathisch finde, aber ich bin einfach nicht in die Geschichte reingekommen, beziehungsweise hat mich die Geschichte mehr genervt, als dass sie mir gefallen hat. Und dann habe ich, glaube ich, irgendwann auch zu Nele gesagt, du, ich fange jetzt an, es quer zu lesen, damit ich weiß, um was es geht oder wie es auch endet. Aber es war mir insgesamt einfach viel zu kindisch und ja, dass da nicht überall hihihi und huhuhu gestanden hat, war halt alles. Aber ich denke halt, für jüngere Leser ist es schön zu lesen. Ich habe es auch einer Bekannten gegeben, die eine 14-jährige, 15-jährige Tochter hat. Ich denke, für dieses Alter ist es ganz süß. Es ist auch so, ich nenne es mal Einsteiger-Fantasy zusammen mit ja, so Internatsgeschichte. Von daher, ja, in diesem Alter hätte ich das auch sehr, sehr toll gefunden. Aber mit Mitte 30 fand ich es dann doch etwas zu kindlich. Und jetzt sage ich euch auch endlich mal, welches Buch ich meine. Das ist das Magical Lights, die Lichter der Hüter. Ich habe das Buch halt als Rezensionsexemplar bekommen, wollte ihm eine Chance geben, wollte es mögen, aber ja,
Es hat leider nicht zu mir gepasst. Es war kein Match. Aber ich erzähle euch sehr gerne noch, um was es geht, weil die Autorin wirklich eine sehr, 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 sehr liebe Person ist. Und ich, ja, es hat mir das Herz gebrochen, dass mir das Buch nicht gefallen hat, weil ich sie so gerne supporten wollte. Ein unerwarteter Umzug, eine neue Schule, als die 17-jährige Elena mitten im Schuljahr mit ihrer Mutter in das geerbte Haus der verstorbenen Großmutter zieht, ist sie alles andere als begeistert. Schnell stellt sich heraus, dass der Schulwechsel nicht so ist wie die zahlreichen anderen davor. Drei außergewöhnliche Mitschülerinnen nehmen die ewige Außenseiterin in ihren Freundeskreis auf und die Bekanntschaft mit dem attraktiven Gil lässt ihr Herz direkt am ersten Schultag höher schlagen. Ganz im Gegenteil zu dem mysteriösen und unfreundlichen Lucien. Doch auch ihm kommt Elena gefährlich nahe, jedoch nur in ihren Träumen von der goldenen Stadt. Schon bald beginnt eine Reihe merkwürdiger und gefährlicher Ereignisse, die Elenas ganz normalen Teenageralltag gründlich auf den Kopf stellen. An ihrem 18. Geburtstag stürzt Elena Hals über Kopf in ein Abenteuer, das nur den Wundern einer magischen Welt entspringen kann. Last but not least durfte noch ein letztes Buch hier ausziehen, und zwar Als wir tanzen lernten von Nicola John. Das Buch habe ich ja irgendwie Anfang Mitte des Jahres, ich weiß gar nicht genau, gelesen. Irgendwann im Frühjahr, würde ich jetzt schätzen. Und es hat mir eigentlich auch gut gefallen. Aber, lustige Geschichte, eigentlich nicht, aber es zeigt mal wieder, wie gestört mein Kopf ist. Ich habe ein neues Hardcover-Buch gekauft. Und zwar, was heißt gekauft? Ich habe es als Rezensionsexemplar bekommen. The Lost Crown, der neue Roman von Jennifer Benkow. Und der musste natürlich neben One True Queen von Jennifer Benkow stehen. Dort stand allerdings die ganze Zeit, als wir tanzen lernten. Da ich kein zweites Fach mehr oder kein drittes Fach mehr für Hardcover übrig habe, musste ein Buch weichen. Und da ich mir sicher war, dass ich Als wir tanzen lernten nicht mehr lesen werde, weil es halt auch sehr kindlich war, durfte es jetzt ausziehen. Long story short, ich habe es aussortiert und das ist der Klappentext. Effi glaubt nicht mehr an die Liebe, erst recht nicht, als etwas Unfassbares geschieht. Sie kann plötzlich die Zukunft von Liebespaaren voraussehen. Alle Liebesgeschichten enden mit einem gebrochenen Herzen. Effi versucht noch mit ihrer seltsamen Gabe zurechtzukommen, als sie bei einem Tanzkurs auf Xavier trifft, genannt X. Er verkörpert alles, was Effi ablehnt: Abenteuerlust, Risikobereitschaft, Leidenschaft. X lebt nach dem Motto zu allem Ja sagen, auch zu dem Tanzwettbewerb, bei dem er und Effi gemeinsam antreten. Effi hat nicht vor, sich in X zu verlieben, doch je besser sie ihn kennenlernt, desto mehr stellt sie in Frage, was sie über das Leben und die Liebe zu wissen glaubt. Ist die Liebe das Risiko vielleicht doch wert? Ihr Lieben, das waren jetzt alle Bücher, die im Oktober bei mir ausziehen durften. Es ist ja am Wochenende Buchmesse. Da werden auch noch mal schätzungsweise einige Bücher einziehen. Ich habe so 2-3 Autoren auf der Liste, die auch Signierstunden geben und die, ja, deren Bücher ich noch nicht vollständig habe. Sagen wir es mal so. Dementsprechend ist es gerade ganz gut, dass ich so ein bisschen Hausputz gemacht habe, Regalputz gemacht habe, weil ich doch jetzt noch mal so 2-3 Lücken habe, wo neue Bücher reinpassen könnten. Ich meine, wenn ich das Bücherregal nicht ganz so dekorativ aufstellen würde, würden da auch noch mehr reinpassen. Aber ich liebe es, wie es da steht. Und sorry, dass ich immer da hingucke, aber ich liebe es, mein Bücherregal anzugucken. Könnt mir gerne mal sagen, ob das bei euch auch so ist oder ob ich mich einfach bald einweisen lassen muss. Ich würde sagen, damit beende ich jetzt auch das Video. Wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Hoffe, wir sehen uns auf der Buchmesse, aber dazu werde ich gleich noch ein kleines Sondervideo drehen. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich, falls nicht auf der Buchmesse, in meinem nächsten Video wieder. Tschüss!